Ich bin mir ziemlich sicher, dass wirklich jeder irgendjemand in dem Bekanntenumkreis kennt, der Diabetes Typ 2 hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass aber auch jeder irgendjemand kennt, der eine Fettleber hat, davon aber überhaupt gar nichts weiß. Und die Ursache von einer Fettleber ist schon lange nicht mehr nur das Thema Alkohol, sondern es ist eine weltweite Volkskrankheit wie Diabetes, wie Herzinfarkt, wie viele weitere Krankheiten, die aber oft gar nicht bemerkt wird, aber sehr große fatale gesundheitliche Folgen haben kann. Das sind harte Worte, das ist jetzt hier auch gar keine Statistik, aber das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern es ist auch die Meinung von vielen Medizinern, vielen Gesundheitsberatern, die der Meinung sind, dass eine Fettleber erstens sehr häufig unbemerkt bleibt und natürlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, gesundheitlich echt fatale Folgen haben kann. In diesem Video schauen wir uns an, was ist überhaupt eine Fettleber? Wie entwickelt sich eine Fettleber? Wer ist häufig von einer nicht-alkoholischen Fettleber betroffen? Und warum ist die Dunkelziffer so enorm hoch? Also warum wird eine Fettleber so oft nicht bemerkt? Und der dritte Punkt, vierte Punkt, der dritte Punkt, der letzte Punkt, welchen fatalen Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Und für alle, die jetzt komplett neu auf diesem Kanal sind, erstmal herzlich willkommen. Ich bin die Annika von Let's Do Fit und ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und helfe vor allem Menschen mit einem vollen Berufsalltag nachhaltig abzunehmen und ihre Gesundheit zu steigern. Wenn es Themen sind, die dich interessieren, lass gerne ein Abo da und wir legen direkt los mit dem Thema. Was ist überhaupt eine Fettleber? Ich blende dir mal zwei Bilder ein, einmal von einer gesunden Leber und einmal von einer verfetteten Leber. Und eine verfettete Leber, eine Fettleber, sieht jetzt, sage ich mal, nicht nur nicht schön aus, sondern sie ist natürlich dann auch in ihrer Arbeit sehr, sehr stark eingeschränkt. Die Leber hat unglaublich viele wichtige Aufgaben wie Thema Fettstoffwechsel, also auch was das Thema Gewichtsabnahme angeht, sehr, sehr wichtig, aber auch für die Entgiftung sehr, sehr wichtig und wir sind täglich irgendwelchen Giftstoffen ausgesetzt. Das müssen jetzt nicht nur externe Giftstoffe sein, die wir, sag ich mal, bewusst zu uns nehmen, wie Alkohol, vielleicht auch Medikamente, sondern es können auch viele andere Giftstoffe sein, die wir vielleicht unbewusst über die Luft zum Beispiel aufnehmen oder in Form von Konserven, irgendwelche Rückstände von verarbeiteten Produkten und so weiter. Die Liste ist da sehr, sehr lang in der Zeit, wo wir heute leben. Aber auch zum Beispiel für die Produktion von Gallenflüssigkeit. Die Leber ist ein großes Organ und ein sehr wichtiges Organ. Und das ist natürlich wichtig, wie bei jedem Organ, dass dies reibungslos läuft, damit unser Körper reibungslos, sage ich mal, arbeiten kann. Eine Fettleber entwickelt sich hauptsächlich durch einen ungesunden Lebensstil. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn wir jetzt mal nicht ins kleinste Detail gehen, weil sonst könnte ich hier jetzt ein 10-Stunden-YouTube-Video machen oder noch mehr, sondern wenn wir mal ein bisschen weiter, breiter schauen, dann bedeutet ein ungesunder Lebensstil Thema viel Stress, Thema wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, das heißt viel Zucker, viele verarbeitete Kohlenhydrate, kurzkettige Kohlenhydrate, ungesunde Fette, hochverarbeitete Fette, hocherhitzte Pflanzenfette, die sich zu Transfetten entwickeln können. Thema Medikamente, auch wenn man das natürlich nicht immer verhindern kann oder sollte zumindest. Aber es beansprucht natürlich auch die Leber. Ich würde es jetzt vielleicht nicht im Thema ungesunder Lebensstil mit einstufen, aber ich möchte es trotzdem mit aufnehmen. Und dann noch das Thema Alkohol. Und dann natürlich auch das Thema mögliche Vergiftungen, die wir aber vielleicht ausgesetzt sind durch gewisse Lebensumstände, durch unsere Luft und so weiter, die wir vielleicht gar nicht, sage ich mal, verhindern können. Eine Lebererkrankung ist oft eine ernährungsbedingte Erkrankung. Deswegen, alle Themenbereiche können wir hier eh jetzt, sage ich mal, nicht abklappern. Aber ich möchte mal auf das Thema Ernährung eingehen. Denn was viele nun machen, ist, die bekommen von Kind an gesagt, Fett macht Fett, Fett ist ungesund. Fett ist ja schon im Begriff von Fettleber. Eine Fettleber hört sich vielleicht logisch an, dass diese von Fett kommt. Oder man ist fettleibig, man hat zu viel vielleicht Körperfett. Und das Thema Fett ist in vielen Köpfen so, so negativ assoziiert, dass der erste Gedanke ist, ich möchte fettlos werden, ich möchte keine Fettleber bekommen, dann logische Schlussfolgerung, ich schmeiße die Fette weg. Aber das Thema Ernährung ist ein bisschen komplexer, auch wenn die Industrie es uns häufig
leichter verkaufen lässt im Sinne von, hey, ess einfach weniger Kalorien, dann sind deine Leberwerte vielleicht wieder in Ordnung, dann ist dein Diabetes geheilt, sag ich mal, dann wirst du abnehmen und so weiter. Aber letztendlich geht es ja um das Thema Gesundheit, welches sehr, sehr komplex ist. Und was viele nun machen, sie lassen die Fette weg und wenn wir einen Nährstoff weglassen, dann wird natürlich ein anderer Nährstoff erhöht. Wir können ja nicht Fette durch Luft ersetzen, sondern wir haben natürlich auch einen Nährstoffbedarf, den wir decken wollen. Und meistens sieht es dann so aus, dass vor allem Lebensmittel, die fettreduziert sind, kohlenhydratreicher sind. Man kann nicht sagen, schwarz-weiß, alle Fette sind ungesund oder gesund, alle Kohlenhydrate sind ungesund oder gesund, weil hierbei gibt es natürlich noch Verkettelung, sage ich mal. Es gibt ungesunde Fette, es gibt gesunde Fette, es gibt ungesunde Kohlenhydrate und es gibt gesunde Kohlenhydrate. Aber wir leben in einem sehr, sehr stark lebenden, kohlenhydratreichen Land, sage ich mal, wo sehr viele Kohlenhydrate gegessen werden, aber leider auch sehr viele verarbeitete Kohlenhydrate gegessen werden. Das Problem ist, Kohlenhydrate kommen in Form von Zucker in die Blutbahn an und der Insulinspiegel steigt. Insulin ist ein aufbauendes Hormon, aber auch ein Speicherhormon. Das heißt, wenn wir jetzt über den Tag von morgens, mittags, abends, nachmittags, Snacks und so weiter immer viel Zucker ausgesetzt sind und auch viel Stress gegebenenfalls noch zusätzlich ausgesetzt sind, dann haben wir einen hohen Insulinspiegel. Insulin hat die Aufgabe, den Zucker zu speichern. Zucker kann aber nicht in Form von Zucker gespeichert werden, sondern wird in Glykogen umgewandelt und dann in der Leber gespeichert. Ganz simpel. Wenn wir jetzt viel Sport machen, uns mal bewegen, mal eine Fastenphase haben, also mal eine Zeit haben, wo wir nichts essen, dann hat auch der Körper wieder die Möglichkeit, die Glykogenspeicher zu leeren und daraus wieder Energie zu gewinnen. Wenn wir jetzt aber einen ungesunden Lebensstil haben, und ich gehe nachher noch mal ein bisschen auf das Thema ein, dann haben wir das Problem, dass der Körper natürlich gar nicht auf diese Speicher zurückgreifen muss. Es kommen immer mehr Kalorien an. Der Zucker, der wird in körpereigenes Fett umgewandelt, es wird in der Leber gespeichert und es sind immer kleine Fetttröpfchen, sage ich mal, die sich an der Leber ansetzen und dann eine Fettleber zustande kommen lassen. Das Problem ist, und das ist mit das größte Problem, die Fettleber hat an sich keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, du wirst jetzt nicht von heute auf morgen merken, oh, mir tut meine Leber weh, ich habe Leberschmerz, vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen, das Ganze überprüfen lassen, sondern das Ganze ist ein schleichender Prozess. Das kann sich durch kleine Merkmale bekannt machen, aber es ist meistens ein schleichender Prozess, den man vielleicht durch Müdigkeit merkt, den man vielleicht durch Antriebslosigkeit merkt, aber leider oft trotzdem nicht bemerkt, weil, wenn wir ehrlich sind, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, das wird halt schnell mal aufs Wetter geschoben. Es ist heutzutage relativ normal, sage ich, dass man mal müde ist, mal vielleicht träge ist und man denkt da relativ selten direkt an ein Leberproblem. Ein weiteres Problem ist das Thema Blutbild. Blutbild ist schon wieder ein Riesenthema für sich, aber ich bin mir ziemlich sicher, viele, viele Menschen haben schon mal ein großes Blutbild beim Arzt machen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Man geht zum Arzt, man bekommt vielleicht die Unterlagen oder man bekommt einfach nur zu hören, hey, ich habe deine Blutwerte überprüfen lassen, wir haben ein großes Blutbild gemacht. Alle Werte sind top. Du denkst dir natürlich, hey, cool, großes Blutbild, hört sich doch super an. Alle Blutwerte sind okay, sind top. Aber man muss, also die Begrifflichkeit von einem großen Blutbild ist etwas irreführend. Weil man meint ja, großes Blutbild, oh, das ist bestimmt sehr groß. Hey, da sind ganz, ganz, ganz viele Werte werden da getestet. Da wird doch bestimmt mein Vitaminhaushalt getestet. Da sind doch auch die Leberwerte bestimmt dabei. Daraus lässt sich doch auch bestimmt erkennen, ob die Wahrscheinlichkeit eher hoch ist, dass ich ob ich an Diabetes erkranke, ob sich eine Fettleber entwickelt oder nicht. Aber das Problem ist, dass ein großes Blutbild diese Daten nicht abdeckt. In einem großen Blutbild, wenn man rein die medizinische Begrifflichkeit nimmt, großes Blutbild, daraus lässt sich weder der Vitaminhaushalt, weder die Leberwerte noch die Werte, den HbA1c-Wert, also sprich den Wert, ob man Diabetes Typ 2 Richtung Krankheit geht oder nicht, ablesen. Das lässt sich dort nicht ablesen. Deswegen ist es ganz wichtig, da einfach mal nachzuhaken und beim Arzt zu fragen, welche Werte wurden denn beim großen Blutbild gemacht? Wurde ein medizinisches Begrifflichkeit, großes Blutbild gemacht oder wurde ein großes Blutbild gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irreführend. Der einfachste Weg, um eine Fettleber festzustellen,
sind aber allerdings zwei andere Punkte. Und zwar ist es erstmal das Thema Ultraschall. Man kann in einem Ultraschallbild gut erkennen, ob die Leber Verfettungen hat. Und der zweite Punkt ist aber auch, warum immer warten? Das heißt, warum bis zur Diagnose warten? Man kann sich auch sehr gut ganz ehrlich die Frage stellen, wie sieht es denn aktuell mit meiner Gesundheit aus? Wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich bin, wirklich 100% ehrlich zu mir selber bin, gehe ich den Weg Richtung Gesundheit? Achte ich wirklich auf meine Gesundheit? Lege ich da wirklich Wert? Oder ist es ein Bereich in meinem Leben, der so ein bisschen ausgeblendet wird, der so ein bisschen verdrängt wird und man möchte es sich vielleicht gut einreden, wenn der Arzt sagt, deine Blutwerte sind in Ordnung, du freust dich vielleicht, aber letztendlich, wenn du 100% ehrlich bist, ganz ehrlich bist zu dir selber, dann weißt du vielleicht, naja, so gesund ist mein Lebensstil vielleicht doch nicht. Vielleicht sind da doch noch ganz viele Baustellen oder eine große Baustelle, die ich angehen müsste. Ein hoher Indikator zum Beispiel für eine Fettleber ist ein vor allem praller Bauch. Das heißt Verfettungen um den Bauch. Und die Ursache, weshalb ein praller Bauch oft die Ursache für eine Fettleber ist, ist, dass die Leber verfettet ist und die Bauchdecke nach außen drückt. Und dadurch hat man nicht oft ein sehr weiches Fett dort, also wie zum Beispiel vielleicht an den Armen, an den Schenkeln, sondern dieser Fett wird auch oft als sogenannter Bierbauch bezeichnet. Aber es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass es sich bei einer Fettleber um innere Verfettungen handelt. Das heißt, es können sogar auch dünne, schlanke Menschen von einer Fettleber betroffen sein. Und der größte fatale Fehler, den ich leider ganz, ganz häufig leider mitbekomme, ist in erster Linie, als allererster Linie, nicht nur das Thema Ernährung, nicht nur das Thema Alkohol, nicht nur das Thema Bewegungsmangel, nicht nur das Thema Stress, sondern in allererster Linie das Thema, dass man es überhaupt nicht wahrnimmt. Dass man ganz innerlich irgendwo in der Ecke, es gibt auch ein Schaubild von einem Eisberg, das kann ich mal einblenden, ganz unten weiß, wenn ich 100% ehrlich bin, ich lebe nicht gesund. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendeine gesundheitliche Diagnose bekomme. Aber außen, der Außeneisberg, den ich außen trage, ist, ich ernähre mich doch normal, ich ernähre mich doch gesund, es ist doch alles in Ordnung. Aber wenn man mal ein bisschen reinschaut innerlich, dann weiß man, hey, vielleicht sollte ich doch mal das Thema Gesundheit und Ernährung eingehen. Und der erste Step im Weg Richtung richtige Richtung, Richtung Gesundheit ist, nicht, dass man nur das Thema Gesundheit angeht, nicht, dass man das Thema Ernährungsumstellung angeht. Klar, spielt eine wichtige Rolle, ist auch in meinem Coaching die wichtigste Rolle, vor allem ich als Ernährungsberaterin. Aber der allererste Tipp ist erstmal wahrzunehmen, dass man vielleicht eine Baustelle hat, die man wirklich angehen muss. Wir sind oft in so unserem Alltagstrott und möchten natürlich den eigenen Fehler gar nicht eingestehen. Wir schieben es vielleicht oft auf die Gesellschaft, sagen, ja, es ist halt normal so, die Ernährung, der Lebensstil ist halt so normal, wie er ist. Aber so normal, wie der Lebensstil leider ist heutzutage, oh Gott, wie oft mache ich so, so normal, sage ich mal, sind leider auch die ernährungsbedingten Krankheiten wie Fettleber, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Liste geht noch viel länger. Deswegen solltest du mal die Frage stellen, bist du persönlich, würdest du das in Kauf nehmen, die normale Ernährung mit den normalen Konsequenzen, oder bist du dir das persönlich mehr wert, dass du mehr aus deiner Gesundheit, aus deinem körperlichen Wohlbefinden und so weiter tun möchtest? Ja, harte Worte. Wenn du etwas tun möchtest, reflektier das gerne. Ich mache das zum Beispiel sehr gern einfach in einem Buch. Ich schreibe mir das wirklich täglich auf, einfach. Wie ist der aktuelle Stand? Wo möchte ich gerne hin? Das mache ich auch mit meinen Coaching-Teilnehmern. Und wenn du jetzt einfach mal unverbindlich, kostenlos sprechen möchtest über deine aktuelle Situation, über deine gesundheitlichen, körperlichen Ziele, dann trag dich gern für ein unverbindliches, kostenloses Erstberatungsgespräch bei mir ein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleib gesund und tu auch etwas dafür. Bis dann, dein Annika.